Hallo Leute, mein Name ist Rose und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video werden wir 10 Fakten zu Esther Phoenix aufzählen, aber bevor dieses Video beginnt, möchte ich mich erstmal richtig stark bei euch bedanken für die 100 Abos und auch allgemein, wie mein Kanal läuft. Ich mache täglich Abonnenten, der Aufrufzuwachs ist enorm und dafür wollte ich einfach mal Danke sagen und ein Abo-Special wird kommen, ein 100 Abonnenten-Special. Wann, kann ich euch jetzt noch nicht sagen, es wird die nächsten Wochen irgendwann kommen, aber bis dahin werden noch ganz normal weiterhin Videos kommen. Und damit würde ich sagen, viel Spaß mit den 10 Fakten zu Esther Phoenix. Wie in jedem meiner Faktenvideo gehen wir erstmal auf die grundlegenden Dinge zu Esther ein. Esther ist 18 Jahre alt und in der dritten und vierten Staffel von Yu-Gi-Oh! GX ist er 19 Jahre alt. Und das kann ich euch auch kurz erklären, warum er 19 Jahre ist. Weil er von seinem ersten Auftritt in Staffel 2, Folge 53, 18 Jahre war. Und von Staffel 2 zu 3 vergeht ein Jahr in Yu-Gi-Oh! GX und daher ist er 19 Jahre alt. Er ist 1,75 Meter groß und wiegt 56 Kilo. Im Deutschen und im Englischen von Yu-Gi-Oh! GX heißt Esther, wie wir ihn alle kennen, Esther Phoenix und im Japanischen heißt er Edo Phoenix. Sein Name Edo Phoenix soll ein Wortspiel auf Japanisch sein, da Phoenix in der Edo-Zeit Japans in der Kunst häufig dargestellt wurde und Edo ist auch der ursprüngliche Name für Tokio und sein englischer Name oder auch sein deutscher Name, wie wir ihn alle kennen, Esther bedeutet Stern. Wie in jedem meiner Faktenvideos möchte ich jetzt auf die drei Hauptsynchronsprecher und Synchronsprecherin, darauf kommen wir aber dann zu sprechen, eingehen einmal der deutsche, der englische und der japanische Sprecher. Im Englischen wird Esther Phoenix von Pete Sarustica als Oliver Weeman bekannt gesprochen und Oliver Weeman spricht in Yu-Gi-Oh! GX einmal Bria, dann den Aquadolphin und Wächter des Labyrinths. In Yu-Gi-Oh! 5D spricht er Alex und von Episode 15 bis 64 Rex Goodwin und auch in Yu-Gi-Oh! Arc 5 spricht er wieder Esther Phoenix. Im Japanischen gibt es zwei Sprecher für Esther, einmal Akira Ishida, der auch in Yu-Gi-Oh! Arc 5 Esther spricht und seine junge Version wird von einer Frau gesprochen namens Asako Yoshida. Der deutsche Sprecher ist Julian HGG und er spricht auch in Yu-Gi-Oh! Arc 5 Esther Phoenix. Im Dub von Yu-Gi-Oh! GX ist der Vater von Esther nur entführt worden, aber im Originalen, also dem Japanischen, ist der Vater verstorben. Esther ist neben Kaiba und Joey einer der Charakter, der gegen Exodia verloren hat. Joey hat in Folge 55 von Yu-Gi-Oh! Gegen einen Raritätenjäger verloren, der Exodia benutzt. Kaiba hat in Folge 1 von Yu-Gi-Oh! Gegen Yugi mit Exodia verloren. Und Esther hat in Folge 145 gegen Adrian Gecko verloren, der auch Exodia benutzt hat. Esther hat im Anime von Yu-Gi-Oh! GX 19 Duelle bestritten und davon hat er 13 Stück gewonnen. Und die anderen 6 hat er entweder verloren oder es gab kein Ergebnis. Und da muss ich einfach sagen, Esther hat 6 Duelle verloren und 13 gewonnen. Also von den 19 Duellen hat er über die Hälfte gewonnen. Das ist eine richtig gute Statistik, aber Esther war ja auch im Yu-Gi-Oh! GX ein sehr, sehr guter Duellant und daher wundert mich diese Statistik auch gar nicht. Im Manga von Yu-Gi-Oh! GX hat Esther gegen Zane verloren und im Chapter 52 wurde das erwähnt und wie wir ja wissen, hat er im Anime gegen Zane gewonnen in der Folge 57 von Yu-Gi-Oh! GX und das finde ich voll interessant, dass sie einfach im Manga Esther nicht gewinnen lassen gegen Zane, aber im Anime schon und deswegen ist dieser Fakt in diesem Video drin. Auch wenn Esther nie die Kleidung von Obelisk Blue getragen hat, war Esther im Obelisk Blue Schlafsaal einquartiert, weil er nach der Registrierung in Episode 53 in Obelisk Blue war. Kyle Jablis, auch als Dee bekannt, ist der Erziehungsberechtigter von Esther und da möchte ich noch kurz sagen, ein Fun Fact, er ist verstorben nach dem Duell gegen Esther in Folge 98, denn man hat ganz klar gesehen, wie das ganze Schiff am Brennen ist, also da wo Dee und Esther sich duelliert haben. Und die da ja drinne steht und sagt, wir werden uns wiedersehen und er will sich rächen. Aber Esther wurde nur von Kanzler Shepard abgeholt mit einem Helikopter. Aber man hat nie gesehen, wie die von diesem Schiff entkommen ist. Weil ich denke, bei dem Brandschaden, das das Schiff hatte, ist das locker explodiert. Und daher denke ich, ist die in Folge 98 nach dem Duell gegen Esther verstorben. Das wollte ich euch nur kurz als Fun Fact noch mit ranhängen. Aber der Hauptfact ist, Kyle Jablis, auch als die bekannt, ist der Erziehungsberechtigte von Esther. Ich hoffe, euch haben die 10 Fakten zu Esther Phoenix gefallen und damit würde ich sagen, danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt und bis zum nächsten Mal, euer Rose.